der Verlust von sozialen Kontakten negative Auswirkungen hat, das wird niemanden zur Gänze überraschen. Das ist ein wichtiger Faktor für kindliche Entwicklung, auch für jugendliche Entwicklung. Gerade Jugendliche, wo das Wichtigste ist, raus aus der Familie zu gehen, ja, in der Peer Group zu sein, mit Freunden zu sein, dass das fehlt, ist natürlich massiv eine Belastung. Wenn man sich das anschaut, auch von der Entwicklung her, Kindergartenkinder, da wo sie das erste Mal lernen, gewisse soziale Kompetenzen auszubilden, da beginnt die Empathieentwicklung, da ist die Kooperationsbereitschaft, wie finde ich mich in einer Gruppe ein und so weiter. Da wird der Grundstein da gelegt, das entwickelt sich immer weiter. Und wenn diese Erfahrungen natürlich fehlen, kann sich das negativ auswirken und wird sich negativ auswirken. Eine Sache, die auf jeden Fall wichtig ist, ist Einsamkeit. Also wenn man sich einsam fühlt, das kann man auch in einem Familienverband sich einsam fühlen oder unter Menschen kann man sich auch einsam fühlen oder real einsam ist, bedingt das immer eine negative Entwicklung, beziehungsweise kann halt die Belastung, die psychische Belastung massiv steigen lassen und ist ein Faktor, der dazu beiträgt, dass es auch krankheitswertige Störungen werden können. Jetzt war auch Homeschooling natürlich immer wieder ein Thema und ich habe selbst von Kolleginnen gehört, die Kinder haben, dass das sehr, sehr anstrengend ist. Das heißt, man muss dem Kind alles erklären und oftmals haben ja die Eltern nicht ganz so viel Geduld. Wie wirkt sich das auch aufs Familienleben aus? Also das ist natürlich ein Faktor, abgesehen davon waren die Eltern nicht nur angehalten, dass sie mit den Kindern lernen und Schulstoff lernen, sondern auch mussten ihren eigenen Beruf nachgehen und mussten da sehr viel von den eigenen vier Wänden aus managen. Die Pädagogen und Pädagoginnen sind ja Profis, die wissen, wie man Schulstoff vermittelt. Ja, und das ist natürlich zu Hause was anderes. Was bemerkbar war, ist bei vielen Familien, wo schon grundsätzlich die Verhältnisse nicht ganz so einfach waren, dass dann die Pandemie noch auch so das Zünglein an der Waage war dafür, dass entweder die Stimmung sich massiv verschlechtert hat oder wirklich dann auch, dass Symptomatiken und Auffälligkeiten entstanden sind. Was für Symptome können das sein? Gibt es etwas, worauf man achten kann, selbst als Elternteil, wenn man gewisse Warnsignale sieht? Das kann gehen von mehr Rückzug oder Isolation. Das kann Freudenverlust sein, also Dinge, die man früher gern gemacht hat, dass die plötzlich total wegfallen. Und auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass man überreizt ist, ständig eine gereizte Stimmung ist, zu Aggressions- oder Wutausbrüchen neigt. Sein kann es theoretisch alles, ja, oder vieles, aber Eltern sind auch immer dazu angehalten, mit ihren Kindern da versuchen, ein Gespräch zu finden und ihnen auch möglicherweise Hilfe anzubieten, die nicht aus der Familie kommt. Auch das kann entlastend sein. Wie kann man Kindern Ängste nehmen in dem Zusammenhang, wenn sie immer wieder hören, oh je, es gibt wieder neue oder hohe Neuinfektionszahlen, wie kann man da die Angst nehmen? Das kommt auch sehr darauf an, wer das vermittelt. Ja, wenn die Person, die das vermittelt, sehr ängstlich ist und ein sehr hohes Angstniveau schon hat, werden die Kinder auch mehr Angst haben. Ja. Ja. Wenn von Anfang an gesagt wird, die Maske tragen ist wahnsinnig schwierig und man kann nicht atmen und so weiter, werden die Kinder das aufnehmen. Ja. Wenn man ihnen die Notwendigkeit erklärt, beziehungsweise das auch in einem spielerischen, altersadäquaten Rahmen macht, ja, dann wird es für sie weniger ein Problem sein. Mittlerweile muss man auch sagen, gibt es ganz tolle Materialien, die gratis im Internet zu finden sind, wie man eine Pandemie erklärt oder wie man auch Krankheitsübertragung erklärt. Ja. Mhm. Man muss natürlich aufpassen, was man den Kindern sagt und wie. Ja. Das Erleben von Kindern ist anders als das von Erwachsenen. Und da ist es wichtig, dass man da altersadäquat drauf eingehen kann. Mhm. Sie haben gerade also schon angesprochen, zu vermeiden, dass man da vielleicht selber schon negative Gedanken mitschickt. Ja. Was gibt es denn noch so für typische Beispiele, die man vielleicht Kindern bringt, die eigentlich einen negativen Einfluss haben? Naja, also das ist eben eines mit der Schule, würde ich sagen, dass das oft so negativ behaftet ist, so der Ernst des Lebens geht los und so weiter. Gerade solche Dinge machen halt natürlich massiv einen Eindruck auf die Kinder. Jetzt, wenn die Schule wieder startet, durch auch die Corona-Monate davor und im letzten Schuljahr, es wird viele Kinder geben, die den Lehrstoff nicht bis jetzt gut mitgekommen sind. Es wird hier zahlreiche Defizite geben und das wird sich vielleicht auch im Klassenverband bemerkbar machen, dass da der ein oder andere jetzt doch noch mehr aufzuholen hat. Mhm. Wie kann man Kinder dabei unterstützen, dass sie sich dabei auch nicht schlecht fühlen, weil im Endeffekt, sie können ja nichts dafür. Ja, das ist schwierig und eine Aufgabe der Pädagogen. Ich kann das jetzt nur aus einer Randprofession betrachten. Ich bin selber ja keine Pädagogin. Aber da ist natürlich ein Angebot irgendwie zu schaffen für die Kinder, was ja auch gemacht wird mit diversen Förderungen oder Nachhilfen, ohne dass das zu frustrierend wird natürlich, ihnen ständig
noch mehr zu lernen, noch mehr lernen, aufbrummen zu müssen.